Hallo und willkommen zur ersten Ausgabe des Deutschland-Ticket-Vlogs heute aus Nauen in Brandenburg. Bevor ich mit dem Video anfange, eine kurze Erklärung dazu, was es überhaupt mit diesem Deutschland-Ticket-Vlog auf sich hat. Ich habe diejenigen, die gestern meine online gestellte Lektüre-Notiz gesehen haben werden über den Fontane-Roman, gesehen haben werden, mir eine neue Kamera angeschafft, eine Sony ZV-1, eine Vlogging-Kamera. Ich bin verliebt in meine neue Kamera. Es ist sowohl von der Klang- als auch von der Tonqualität her ein Quantensprung gegenüber der Smartphone-Bordkamera, mit der ich bisher meine Videos aufgenommen habe. Und habe mir gedacht, das ist jetzt, wo ich eine qualitativ so dramatisch bessere Kamera habe, etwas Verschwendung wäre, wenn ich diese Kamera ausschließlich für das Drehen von Wochenkommentaren und Lektürenotizen innerhalb meiner Wohnung verwenden würde sollte. Dass es eine Kamera ist, die eigentlich danach schreit, nach draußen mitgenommen zu werden und auch Videos im Freien zu drehen. Da ich jetzt, wie diejenigen, die mir auf Instagram und Facebook folgen, bereits wissen werden, schon seit längerer Zeit regelmäßig mit dem Deutschland-Ticket Ausflüge rund um die Berliner Region oder wo ich sonst gerade in Deutschland bin, unternehme, davon sehr lange Fotoberichte mit einer Kurzbeschreibung der Stadt regelmäßig online stelle, habe ich mir gedacht, dass ich diese Fototouren durch verschiedene deutsche Kleinstädte auch ersetzen könnte durch eine Videotour. Und damit muss ich noch technisch ein bisschen herumexperimentieren. Ich habe Videoschnitt, Videobearbeitung aus so vielen verschiedenen Einzelclips noch nie gemacht. Muss jetzt schauen, wie heute das Resultat aussieht. Habe aber grundsätzlich vor, dass ich solche Videovlogs über mit dem Deutschland-Ticket besuchte Kleinstädte und eventuell auch Großstädte überall in Deutschland, wo ich gerade sein sollte, regelmäßig online zu stellen. Zur ersten Stadt, in der ich heute war, Nauen. Eigentlich hätte ich gar nicht nach Nauen fahren wollen heute. Mein Plan war eigentlich nach Wismar zu fahren, wo ich schon längere Zeit hin wollte. Allerdings bin ich leider zu spät aus dem Haus gekommen heute, um noch eine so lange Strecke bewältigen zu können. Bin dann einfach ans Ostkreuz gefahren, habe dort geschaut, was in näherer Zeit für Züge in der Region Berlin gerade fahren, wo ich noch hingehen könnte, wo ich noch nie war. Mir ist als erstes ein Zug nach Nauen ins Auge gestochen. Und da ich noch nie in Nauen war, dachte ich mir, ich könnte dort mal hinfahren. Nauen liegt etwa 20 Kilometer nordwestlich des Berliner Stadtrands, genauer gesagt des Spandauer Stadtrands, und hat auf dem Papier eine Einwohnerzahl von ungefähr 19.000. Nun ist es allerdings so, dass diese 19.000 auf dem Papier ein bisschen geflunkert sind. Die meisten ostdeutschen Städte haben nach 1990 eine gigantische Welle von Eingemeindungen erlebt zur Kostenersparnis, damit man nicht in jedem kleinen abgelegenen Dorf eine eigene Gemeindeverwaltung aufrechterhalten muss. Die haben dadurch eine absurde territoriale Ausdehnung erfahren. Das trifft in besonders starkem Maß auf Nauen zu. Nauen ist durch die Eingemeindungen der 90er und 2000er Jahren sprungartig von etwa 10.000 Einwohnern auf 18.000, 19.000 Einwohner gewachsen, weil man einfach jedes Dorf im weiteren Umkreis nach Nauen eingemeindet hat. Und das führt dazu, dass Nauen mit einer Gemeindefläche von 268 Quadratkilometern heute auf dem Papier eine der größten Gemeinden Deutschlands ist. Mal in Relation, das Münchner Stadtgebiet hat 310 Quadratkilometer, auf der Fläche leben 1,5 Millionen Menschen. Die reale Stadt Nauen, der eigentliche historische Siedlungskern dessen, was man bis in die 90er Jahre als Nauen bezeichnet hat, hat etwa 10.000 Einwohner. Die anderen 8.000, 9.000 Einwohner entfallen auf die ganzen umliegenden Dörfer. Nauen hat die Besonderheit, was mir bis heute gar nicht bewusst war. Ich habe mein Wissen über Nauen primär aus der Lektüre des Wikipedia-Artikels über Nauen während der Fahrt gezogen. Nauen hat eine relativ intakte historische Altstadt. Es ist generell so, dass im Berliner Großraum es sehr wenige Städte gibt, die keine massiven Kriegszerstörungen erlitten haben. Einerseits natürlich durch die Bombenangriffe, die sich ab 1943 besonders intensiviert haben. Andererseits dadurch, dass die meisten Städte im Großraum Berlin in sehr blutigen, verlustreichen Kämpfen, Bodenkämpfen von der Roten Armee im Frühjahr 1945 erobert wurden, dabei schwerste Zerstörungen durch Artilleriefeuer erlitten haben. Auf Nauen trifft das nicht zu. Nauen hat zwar einige Bombentreffer auf den Bahnhof und die Umgebung des Bahnhofsareals erlitten, der historische Kern Nauens ist aber vollkommen oder weitgehend intakt geblieben.
Damit stimmt auch das überein, was ich heute bei meinem Rundgang gesehen habe. Nauen hat wirklich eine malerische, schöne historische Altstadt mit jeder Menge Fachwerkhäusern, mit verwinkelten kleinen Gassen, mit einer großen backsteingotischen Kirche aus dem 14., 15. Jahrhundert. Nauen ist eigentlich eine wirklich malerische, eine wirklich unerwartet schöne Stadt. Ich hatte Nauen überhaupt nicht auf dem Schirm als eine sehenswerte historische Stadt. Es war mir immer nur ein Begriff als Endstation bzw. Zwischenstation von Regionalbahnen, Regionalexpressen aus Berlin, aber ich wäre bis heute nie auf die Idee gekommen, spezifisch nach Nauen zu fahren, um dort als Tourist die Stadt zu erkunden. Nauen macht dieser Schönheit seines Stadtbildes allerdings leider etwas zunichte durch seine katastrophale Verkehrsplanung. Ich komme auch im Video, in den Clips, die ich noch zusammenschneiden muss, regelmäßig darauf zu sprechen, weil ich wirklich schockiert davon war, obwohl ich schon daran gewöhnt bin, dass in brandenburgischen, das allgemein in ostdeutschen Kleinstädten es relativ selten Fußgängerzonen gibt, relativ selten große verkehrsberuhigte Bereiche. War ich doch etwas entsetzt davon, wie krass das in Nauen ist. Dass in Nauen einerseits die gesamte Altstadt von einer für Autos freigegebenen Ringstraße umgeben ist, wo den ganzen Tag massiver Autoverkehr herumfährt, wo Schwerlastverkehr, wo Güterverkehr auf der Straße herumfährt. Dass dann aber, um das noch zu toppen, man nicht nur die Altstadt mit dieser furchtbaren Ringstraße umgibt, sondern auch noch die Hauptstraße der Altstadt, die Mittelstraße, die ich im Video zweimal fälschlicherweise als Goethestraße bezeichne, aber es geht eben um die Mittelstraße. Auch diese Mittelstraße ist für Autos freigegeben. Das heißt, man hat einerseits den Ring von Autos um die Altstadt und dann noch einmal in Nord-Süd-Richtung eine Straße, die gesamte Altstadt breit durchquert und noch einmal Autolärm, noch einmal Abgase durchs Zentrum der Altstadt bringt. Es war einfach in den meisten Bereichen Nauens, in denen ich unterwegs war, vom Autolärm so laut, dass es schwierig war, Clips mit Sprache aufzunehmen, weil man einfach nicht gut verstanden wurde. Es war teilweise schwierig, mal ein paar Sekunden auf der Straße stehen zu bleiben, um aus einem günstigen Winkel irgendein Gebäude filmen zu können. Es war teilweise wirklich gefährlich, die Straßen zu überqueren, insbesondere diese schreckliche Ringstraße. Ich habe mehrere Minuten gebraucht, bis ich mal eine Verkehrslücke über diese grausige Ringstraße rübergekommen bin. Nauen wäre theoretisch eine so hübsche Stadt, ein so interessantes Ausflugsziel von Berlin aus, wenn dieses schreckliche Autoverkehr noch nicht wäre. Das ist allerdings etwas, worauf ich im Video dann noch einmal etwas zurückkommen werde. Ich glaube, ich brauche keine großen weiteren Einleitungsworte zu Nauen und überlasse den Rest des Videos dann einfach den Aufnahmen aus Nauen. Ich bin jetzt nach etwas über einer Stunde Fahrt mit dem Regionalexpress von Berlin-Ostkreuz in Nauen angekommen. Ich muss sagen, meine Kenntnis, mein Wissen über Nauen beschränkt sich auf die Lektüre des Wikipedia-Artikels unmittelbar während der Fahrt. Ich weiß sehr wenig über Nauen, bin deswegen gespannt, was dort erwartet. Habe allerdings im Wikipedia-Artikel gelesen, dass Nauen zu meiner Überraschung eine relativ große Altstadt hat und sieht auch auf Google Maps aus, als ob Nauen tatsächlich einen relativ großen urbanen Stadtkern hat. Ich stehe jetzt auf dem Bahnhofsvorplatz von Nauen, der, wie man sehen kann, im Wesentlichen ein einziger Parkplatz ist. Ich
hoffe mal, dass die Stadt Nauen selbst, der Stadtkern von Nauen, mehr zu bieten hat als der erste Eindruck hier. Nachdem ich mich zuerst etwas verlaufen hatte, habe ich jetzt den Rand der Nauner Altstadt erreicht. Die Nauner Altstadt hätte es mein Haar heute nicht mehr gegeben. Die Nauner Altstadt gehört zu den zahlreichen Altstädten innerhalb der DDR, die in den 80er Jahren sich in einem ziemlich schlimmen Bauzustand befunden hatten und die Diskussion aufgekommen war, was man mit diesen Altstädten tun soll. In den 60er, 70er Jahren hatte die DDR, sofern man es sich leisten konnte, die abgerissenen Altbauten durch bessere Neubauten zu ersetzen, eher den Ansatz, Flächenabrisse von Altstädten durchzuführen. In den 80er Jahren hatte ein gewisses Umdenken stattgefunden. In den 80er Jahren hat die DDR begonnen, dass man baufällige Altstädte nicht einfach nur noch vollständig abreißt, sondern teilweise sie großflächig saniert, wie es zum Beispiel in Quedlinburg der Fall war, an anderen Stellen zwar Abrisse vornimmt, die abgerissenen Gebäude aber ersetzt durch Neubauten in einem historisierenden Backsteinstil, in einem pseudo-historischen Stil, wie man es zum Beispiel in Bernau bei Berlin gemacht hat oder, wenn mich nicht alles täuscht, in einem großen Teil der Greifswalder Altstadt auch. Hier in Nauen hätte die Altstadt in den 80er Jahren fast vollständig abgerissen werden sollen aus Kostengründen, weil es in einem so schlechten Zustand war, dass man befand, es ist billiger, die Altstadt komplett abzureißen und durch neue, komfortablere Plattenbauten zu ersetzen, statt sie zu sanieren. Ende der 80er Jahre hatten auch schon die ersten Vorbereitungsarbeiten für den Abriss der Altstadt begonnen. Allerdings kam dann die Wiedervereinigung dazwischen, danach in den 90er, 2000er Jahren eine Sanierung der Altstadt, die deswegen noch weitgehend erhalten ist und soweit ich es auf Google Maps gesehen habe, auch gar nicht so klein sein sollte. Bin gespannt, wie es dort jetzt konkret aussehen wird. Der erste Eindruck ist, es gibt wesentlich mehr vormoderne Bebauung, Häuser des 17., 18. Jahrhunderts, wirklich alte Fachwerkhäuser, als ich erwartet hätte. Die Hauptstraße, die jetzt in den Kern der Altstadt führt, sieht wirklich malerisch aus, aber wie man wahrscheinlich auch schon auf dem Video hören kann, ist es eine schreckliche Verkehrssituation. Es gibt keine Fußgängerzone, offensichtlich nicht mal eine wirkliche Verkehrsberuhigung. Die Autos brettern durch die inneren Teile der Altstadt durch, ohne irgendeine Begrenzung. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum es hier so tot ist, warum hier kein Mensch auf der Straße unterwegs ist, obwohl es mitten in der historischen Altstadt an einem warmen Sommertag ist. Es ist wirklich nicht sehr einladend, hier als Fußgänger unterwegs zu sein.
Ich bin jetzt vor der Jakobskirche, der historischen Hauptkirche im Herzen der Altstadt, einer backsteingotischen, relativ großen Kirche aus dem 14., 15. Jahrhundert. Und soweit ich es auf Wikipedia gelesen habe, das einzige Gebäude, das noch aus der mittelalterlichen Periode von Nauen stammt. Allerdings leider im 17. Jahrhundert der Innenraum weitgehend beim Brand zerstört worden. Das heißt, obwohl das Äußere der Kirche immer noch schön gotisch-mittelalterlich aussieht, würde ich nicht erwarten, dass man im Innenraum noch viel mittelalterlich Anmutendes sehen wird. Okay, damit hat die Kirchenbesichtigung sich sowieso erübrigt. Die Kirche ist wieder geschlossen, wie es leider in den meisten ostdeutschen Kleinstädten der Fall ist, die ich in den letzten Wochen und Monaten besucht habe. Schade. Ich bin jetzt offensichtlich in der Hauptstraße von Nauen. Es ist die erste Straße, seit ich den Bahnhof verlassen habe, in der es zumindest ein bisschen sowas wie Leben auf der Straße gibt, ein paar Leute unterwegs sind. Aber es ist trotzdem immer noch schrecklich. Es ist keine Fußgängerzone. Es fahren ständig Autos mit extremer Lautstärke durch. Es ist wirklich nicht sehr viel los und man kann kaum in den Seitengassen auch nur mal ein paar Sekunden filmen, ohne dass ein Auto einem den Weg und man im Auto ausweichen muss. Es ist wirklich übel wie eine Stadt in einer eigentlich so hübschen Altstadt, das total zerstört durch diese Verkehrsplanung, durch diese Verpestung mit Autos, selbst im innersten Kern der Altstadt. Ich bin jetzt auf dem Nauner Friedhof und es ist so schön und entspannend, jetzt endlich einmal wo zu sein, wo man nicht von Autolärm und Autoabgasen umgeben ist, sondern Stille und Grün um sich herum hat. Es ist wirklich Wahnsinn, was für ein Verkehrsaufkommen Naun in der Innenstadt hat für so eine kleine Stadt. Ich bin jetzt diese schreckliche Ringstraße entlang gegangen, die die Altstadt umschließt. Es gab Schwerlastverkehr, knatternde Motorräder, war eine Unmenge von Autos, als ob man an einer Hauptverkehrsstraße in Berlin wäre.
Wer mir auf Facebook oder Instagram folgt und meine entsprechenden Fotostories kennt, der wird wissen, was für ein großer Fan ich von den Berliner und überhaupt ostdeutschen Friedhöfen bin. Dieses so sehr unterscheiden von dem, was ich aus Österreich, West- und Süddeutschland an Friedhofskultur kenne. Die österreichischen Friedhöfe zum Beispiel sind üblicherweise einfach komplett tot asphaltierte, parkplatzartige Flächen mit am Rand vielleicht mal 2-3 Bäumen. Das war für mich überwältigend, als ich nach Berlin gezogen bin, festzustellen, wie verbreitet es in Berlin und überhaupt in Ostdeutschland ist, dass Friedhöfe als waldartige oder landschaftsgartenartige Flächen gestaltet sind. Und sowohl in Berlin selbst als auch im Berliner Umland habe ich jetzt einige der schönsten, der parkartigsten, grünsten Friedhöfe meines Lebens gesehen. War deswegen sehr gespannt, auch wie der Nauner Friedhof sein würde. Gehört jetzt nicht zu den landschaftlich aufregendsten und waldartigsten, von denen ich in Ostdeutschland gesehen habe. Aber er ist trotzdem sehr schön und insbesondere sehr entspannend, wenn man hier gerade unterwegs war in dieser Verkehrshölle der Nauner Altstadt. Mein Naunausflug neigt sich dem Ende zu. Ich gehe jetzt noch, nachdem ich auf dem Friedhof war, eine Runde durch den Stadtpark und werde mich dann in Richtung Bahnhof aufmachen. Zeit für ein kleines abschließendes Fazit. Naun ist, was die Stadtgestaltung, was die Architektur angeht, wirklich eine deutlich schönere Stadt, als ich erwartet hatte. Ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass Naun eine so große, eine so schön erhaltene historische Altstadt mit auch wirklich vielen vormodernen Gebäuden, nicht nur Gründerzeit des 19., frühen 20. Jahrhunderts,
ansonsten auch Fachwerkhäuser des 17. und 18. Jahrhunderts, eine große gotische Kirche hat. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Was ja im Ballungsraum Berlin eher selten ist, dass man Vororte mit einer intakten Altstadt findet, was aber alles total zerstört ist, eben leider diese schreckliche Verkehrsplanung. Genau. Dass man einerseits, was schlimm genug ist, und diese furchtbare Ringstraße hat, die die Nauner Altstadt von allen Seiten umschließt und dann als Overkill noch die Goethestraße, die quer durch die ganze Altstadt durchgeht, eigentlich die Hauptstraße der Stadt ist, die keine Fußgängerzone ist, sondern durch die permanent Autos durchbrettern, Lärm und Abgas um sich herum verbreiten, was die Atmosphäre einfach so unangenehm macht, dass auch kaum Leute dort auf der Straße aufhalten, es kaum Außengastronomie gibt, was wirklich schade ist, weil Nauen eigentlich das Potenzial hätte, eine sehr schöne, eine sehr fußgängerfreundliche historische Stadt zu sein, wenn man die Altstadt für die scheiß Autos schließen würde, wenn man bewusst die Stadt darauf hingestalten würde, fußgängerfreundlich zu werden. Man merkt auch, dass Nauen, obwohl es für die Region ungewöhnlich viel historische Bausubstanz hat, obwohl es eigentlich eine ungewöhnlich schöne Stadt für den Großraum Berlin ist, es keine wirklich sichtbaren Spuren von Tourismus gibt. Die Hauptsehenswürdigkeiten wie die Jakobskirche sind offensichtlich immer oder fast immer geschlossen. Es gibt nicht wirklich ein Leitsystem mit Erklärungen oder Weghinweisen für Touristen. Man sieht wirklich wenige Hotels. Ich war auch in ganz Nauen, wo ich heute unterwegs war, immer die einzige Person mit einer Kamera, die offensichtlich als Tourist hier unterwegs ist. Bin auch manchmal seltsam angeschaut worden, weil die Leute es offensichtlich gar nicht gewöhnt sind, dass Touristen in Nauen unterwegs sind, die Stadt filmen. Was, wie gesagt, nicht sein müsste, was wirklich schade ist, weil Nauen eigentlich eine sehr schöne Stadt ist, die aufblühen könnte, die ein touristisch wirklich interessanter Ort werden könnte, wenn man die scheiß Autos mal aus der Altstadt verbannen würde.